Lieber Stier, Juli 2020 scheint ein dynamischer Monat zu sein, in dem du viele Dinge in kürzester Zeit schaffen wirst. Viele Stieren werden sich im Laufe des Monats um eine Angelegenheit kümmern, die viel Papierkram oder viel Schreiben verlangt. Bis zum 11. des Monats haben wir Merkur rückläufig in Krebs. Es können Schwierigkeiten oder Blockaden in der zwischenmenschlichen Kommunikation eintreten. Entweder wirst du irgendwelche Gefühle verdrängen oder du wirst dich aufgrund eines Geschehnisses nicht zutrauen, deine Meinung direkt zu äußern. Am 1. Juli hast du Sonne Sextil Uranus. Du wirst eine Sache so schnell wie möglich klären. Es ist aber wichtig, dass du dich gewissenhaft und verantwortungsvoll verhältst, damit du Erfolg bei allem, was du tust, hast. Am 2. ist Saturn rückläufig in Steinbock. Falls zutreffend, wird man bis Dezember 2020 schwierige Situationen in Verbindung mit den folgenden Themen erleben: Bildung, Ausland, Reise und berufliche neue Orientierung. Zwischen 4. und 5. haben wir einen Vollmond in Steinbock. Dieser Vollmond ist ein Hinweis darauf, dass du eine wichtige Lebensänderung unbedingt herbeiführen möchtest, weil du nicht zufrieden mit deiner jetzigen Situation bist. Es wird Zeit, bestimmte Ideen umzusetzen, die man als unmöglich und unfassbar hält. Zwischen 6. und 11. des Monats haben wir einen Spannungsaspekt Mars-Merkur. Bis Ende Juli werden bestimmte Ereignisse für Ärger und Aufregung sorgen. Jemand in deiner unmittelbaren Nähe oder jemand, den du gut kennst, könnte dich provozieren. Am 12. geht Merkur wieder normal, also direkt in Krebs. Im Laufe des Monats dürfte sich eine Sache, die mit deiner Familie oder deiner Wohnsituation zusammenhängt, es dürfte wieder wichtig sein. Zwischen 13. und 21. haben wir eine krasse Opposition. Sonne in Krebs, Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. An diesen Tagen dürftest du wichtige Schritte gehen, um eine wichtige Angelegenheit zu regeln. Dennoch sieht der Weg nicht so einfach aus. Auseinandersetzungen mit älteren Menschen oder Menschen mit Autorität sind nicht auszuschließen. Zwischen 19. und 20. Neumond in Krebs, das werden wir haben. Ein Besuch, Reise oder Unterhaltungsprogramm kann in den Vordergrund treten. Deine Beziehungen zu Familienangehörigen dürfte sich bis Anfang August intensivieren oder du wirst zusammen mit ihnen viele Dinge unternehmen. Am 22. ist Sonne in Löwe eingetreten. Ab diesem Datum und bis zum Monatsende hin wirst du einen kognitiven und emotionalen Schub erleben, also deine Emotionen werden sich deutlich intensivieren. Zwischen 23. und 27. haben wir Venus Quadrat Neptun. Du wirst dich zu allem hingezogen fühlen, was deine Sinne stimuliert. Kreative Unternehmungen sowie der Kauf von Gütern und Dienstleistungen kann von Bedeutung sein. Und dann zum Schluss haben wir einen T-Quadrat, Merkur, Mars und Jupiter. Am Monatsende sind Geduld, Vorsicht und Umsicht angesagt, da es ärgerliche Entwicklungen leichter als sonst entstehen können. Mein lieber Stier, ich bin fertig mit der Monatsprognose für Juli. Wenn du dir aufgrund der Welteinflüsse, die auf uns zukommen, eine Beratung wünschst, dann kannst du dich gerne bei mir melden bzw. eine Beratung buchen. Meine Kontaktdaten findest du unten bei der Beschreibung dieses Videos. Ich wünsche dir alles Gute für Juli 2020. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bleib gesund und bis demnächst.